zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Und wie versprochen, heute die Runde Higher Lower. Beim letzten Mal kam das Ganze ja sehr gut an. Und mich würde jetzt mal von euch interessieren, wenn ich noch mehr so kleine Gaming-Spiele machen soll. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ja, und was für Spiele. Das würde mich interessieren, dann wird es das regelmäßig geben. Wir springen direkt ins Spiel. Los geht es. Und die erste Frage ist, ob diese Schale hier mehr hat als Pen and Teller. Lower. Sehr gut. Ich denke mal, das Spielprinzip ist klar. Man muss überlegen, was hatte mehr Google-Suchanfragen? Das linke oder das rechte? Und ich muss jetzt entscheiden, hatte Floyd Mayweather mehr als das oder weniger? Und ich sage, Floyd hatte definitiv mehr. Und damit hatte ich recht und weiter geht es. Animal Rights hat weniger. Einfach traurig eigentlich, aber ist halt so. True Detective hat mehr, das weiß ich. Ist eindeutig. Jetzt ist die Frage aller. Ist es im Moment ja Ramadan und alles? Ich sag, das hat mehr. Sehr gut. Und hier unten seht ihr meinen Score, hier unten rechts in der Ecke. Und links meinen Nice Score, der wird aber immer resettet, wenn man die Seite neu startet. So, Cavalier King Charles Spaniel, ich weiß nicht, wer das ist, hat aber weniger. Sehr gut, auch wenn es mehr sind als gedacht. Dafür, dass ich das nicht mehr weiß. Football Results. Das ist schwierig, ich sage aber weniger. Oh. Upsala. Okay. Das war der erste Versuch. Das versuchen wir jetzt zu steigern. Play again. So, der Grand Canyon versus San Antonio Spurs. Die San Antonio Spurs haben weniger. Verdammt. Okay. Neuer Versuch. mehr. Na, das ist auch nicht wirklich schwer. Da habe ich ja mehr Suchanfragen. Arsene Wenger hat noch mehr. So, jetzt kommen wir. Arsene Wenger versus Chinese Takeaway. Und das hat weniger, sage ich. Sehr gut. Die Pittsburgh Penguins haben mehr Anfragen, und zwar deutlich mehr Anfragen. Oh, jetzt blamiere ich mich. Ich weiß nicht, wer das ist. Wisst ihr, wer das ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sag mal, der hat weniger. Sehr gut. Ich bin nicht der Einzige, der ihn nicht kennt. Adam, hast du mehr oder weniger? Ich sag, du hast weniger. Ach, deutlich. Ach, Kelly hat deutlich mehr. Definitiv, ist bekannter. Jetzt haben die Miami Dolphins mehr oder weniger. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, weil im Moment ist ja auch Off-Season, aber mehr. Okay, gerade so aber nur. Leonardo da Vinci. Ja, mehr definitiv. Oh. Hättet ihr damit gerechnet? Also ich ja nicht. Nochmal. Noch eine Runde. Ich will mehr haben. Leicester City, der Überraschungsmeister von 15-16 war das, ne? Hat mehr Anfragen als das. Seven hat mehr Anfragen. Ah, Morgan Freeman, geiler Typ, super Schauspieler. Wonder Woman hat noch mehr Anfragen, auch wenn es meiner Meinung nach im falschen Universum spielt. Ich mag DC nicht ganz so gerne. Ich bin halt Fan von Marvel und dem Marvel Cinematic Universe. Der Pluto hat aber weniger Anfragen. Mich würde interessieren, zählt Pluto, der Hund von Mickey Mouse, auch dazu? Bungee Jumping hat aber noch weniger. Lower. Hätte ich richtig Bock drauf mal.
Spaß. Ich würde so gerne mal einen Bungee-Jump versuchen. Das hat noch weniger. Okay. Was ein GIF. So, Hilton vs. Tara Palmer. Tompkinson kenne ich nicht. Kennt ihr die? Ich sag weniger. Okay, 300.000. HIV hat mehr. Das ist natürlich positiv jetzt. Ghost in the Shell. Ich kenne mich damit so gar nicht aus. Wahrscheinlich ist es super bekannt. Aber ich sag mal weniger. Und bin ein kompletter Vollidiot ohne Spaß. Okay, ich kenne es halt nicht. Ich kenne mich damit so gar nicht aus. Police. Mehr. Call the Police. Oliver Cromwell hat weniger. Ja gut, das hat noch weniger. Tut mir ja leid. Das hat definitiv mehr. Auch wenn weniger als gedacht. Da hätte ich mal mit einer Million gerechnet. Wall-E. Kennt jemand den Film noch? Wer kennt den Film noch? Wall-E ist auch schon ein paar Jahre mittlerweile her. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn mal schauen. Es ist einfach ein Klassiker eigentlich. Es geht darum, dass die Erde komplett verdreckt ist und nicht mehr bewohnt wird von den Menschen. Und auf der Erde befindet sich aber eben noch Wall-E und dann wird eine Sonde abgelassen. Also wird auf die Erde geschickt, um zu kontrollieren, ob die wieder bewohnbar ist. Und daraus bildet sich eine Geschichte. Anschauen hat mehr Anfragen. Eich. Warum guckt keiner mehr Wall-E? Was soll das? Caitlyn Jenner. Ich wünschte mir, die hat weniger als Lennon. Ich sag, die hat mehr. Gleich, dann wird's für mich gewertet. Lego. Oh, Lego hat mehr, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, hallo. Habt ihr mit Lego gespielt? Das sind so Sachen, die interessieren mich total. Ich habe so eine, passt natürlich jetzt hier nicht drauf, aber so eine Riesenkiste nur mit Lego-Steinen gehabt. Und ich habe immer als Kind versucht, einen Kirmes zu bauen aus Lego-Steinen. Achterbahnen, Riesenrad, solche anderen Drehkarussells, mega geil. VR hat weniger. Obwohl es mit 2,74 Millionen immer noch viel sind. Und Lamborghini hat noch weniger. Ich war mir so unsicher. Es tut mir leid. Nochmal ein Versuch. Der FaZe Clan, naja, der hat seine besten Zeiten auch hinter sich. Obwohl ich glaube nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie der in CSGO mittlerweile ist. Oh, okay. Das war zum Scheitern verurteilt. Nochmal von vorne. The Color Purple von Alice Walker habe ich nicht gesehen. Weniger. Okay. Ich bin der Einzige, der nicht gesehen hat. Nochmal. Hey. Ich habe nicht gesagt, dass ich gut in dem Spiel bin, ja. Also bitte. So. Katy Perry versus einen der geilsten Filme, die ich kenne, The Dark Knight Rises. Mit Bane von Tom Hardy gespielt. Einer Bombenfilm hat aber weniger. Der Batman mit, ich weiß nicht, wie er heißt jetzt gerade, als Batman nicht gesehen hat, der schaut sich die bitte mal an. Mega geile Filme. Warren Harding hat weniger. Wobei The Dark Knight noch besser war als The Dark Knight Rises, meiner Ansicht nach. So, Search Engine Optimization hat mehr. Sehr gut. Stanley Kubricki hat weniger. Wie auch immer der ausgesprochen wird. Bitcoin hat. Der ist zwar bekannt, aber ob den so viele suchen, ist die Frage. Zumal der Bitcoin ja mittlerweile gut an Wert verloren hat. Genauso wie der Litecoin oder Ethereum oder wie das genannt wird. Oder Bitcoin Cash. Gibt ja ganz viele Sachen davon.
Ich kenne mich da mehr mit aus, als ihr vielleicht denkt, deswegen hat weniger. What the? 11 Millionen. Es ist so um halb mittlerweile. Wahnsinn. Robert Wedlow hat weniger. Ja, so gerade eben. Ja, aber Disney ist auch schwer. Justin Gatlin hat noch weniger. Wie gesagt, ich habe nirgendwo versprochen, dass ich gut in diesem Spiel bin, ja. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ich da was gesagt hätte? Da haben wir übrigens den noch besseren Film, The Dark Knight, und den hat mehr. Ja. Geiler, 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 geiler Film. Lesben. Ich denke, ich. Oh, schwierig zu sagen. Boah, das ist echt schwierig. Ich sag weniger. Okay. Entschuldigung. O'Neill hat mehr. Ja, doch, muss sein. Gut. Die BBC ist ja eigentlich relativ weit bekannt und müsste dementsprechend deutlich mehr haben. Sehr gut. Und die India National Cricket Team tippe ich mal so auf 11.500. Oh, lol. What the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Japan hat weniger. Apocalypse Now oder Apocalypse Now oder wie auch immer hat weniger. Aber ein geiler Film. Ticketmaster. Also ich persönlich finde ja Eventim deutlich besser, aber pssst, keine Schleichwerbung. Hat weniger. Ich glaube, Eventim wird vielleicht in Deutschland viel genutzt, aber Ticketmaster könnte in den USA viel genutzt werden. Ich weiß das gar nicht. Letztes Mal, als ich Tickets über Ticketmaster gekauft habe, waren meine Green Day Tickets 2017. Ja, also wenn Bier nicht mehr hat. Das ist aber weniger als gedacht. Frechheit. Oh, jetzt hätte ich fast gedrückt. Hat weniger. Ja. Das wäre jetzt erschreckend, wenn andersrum. Die New York Mets haben mehr. Sehr gut. Burger King hat noch mehr. Kriege ich Hunger, wenn ich dran denke. Marokko hat weniger. Sehr gut. Bilderberg Group. Ich weiß nicht, wer das ist. Verdammt, hat weniger. Ja, okay. Sehr gut. Billy Joel. Joel hat mehr. Das ist schwierig. Hat weniger. Sehr gut, wird für mich gewertet. Gott sei Dank. Hurricane Matthew hat mehr. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ups. Spielen wir noch eine Runde. Trigonometrie, eins der geilsten Fächer. Also Bereiche der Mathematik. Sowas wie Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens, Arcus, Sinus, Arcus, Cosinus, Arcus, Tangens, habe ich gesagt, sind absolut geile Themen. Super, super easy. Das Schöne ist, das ist ein ASMR-Video. Und wenn ich jetzt noch von Mathe rede, dann pennen erst recht alle ein. Doppelt Win. obwohl ich sagen muss, das hat mich am Anfang abgepackt. So, 2Pi und alles, eieiei. Hat aber weniger. So, das ist nicht so beliebt, deswegen. Ich find's geil, das Thema, deswegen. Marlboro hat mehr. Hat weniger, denke ich. Ich bin so ein Vollidiot, ohne Spaß. Spielen wir doch eine Runde. Das nächste Mal, wenn wir über 5 Punkte kommen, höre ich auf. Ja, hat weniger. 1000. Süß. Electric hat mehr. 301.000. Naja, gerade so. Nadia Dofa dürfte auch weniger haben. Verdammter Mann. Nochmal. BMW hat mehr. Gerade so als der Herr Charlton. Tokio hat weniger.
Habe ich mit mehr gerechnet, habe ich über 1 Million getippt. Bugs Bunny hat auch weniger. Ich wollte schon mehr drücken, wer hat's gesehen? Wer ist das denn? Kennt ihn jemand? Weniger. Okay, what? Ja, genau das denke ich mir auch gerade. What the fuck? Milan hat wen? Na, natürlich hat Milan mehr, logisch. Ach. Donkey Kong Country hat weniger. Edward Snowden. Naja, der ist ja nicht mehr so in den Nachrichten, aber hat mehr. Weil es ist halt schon was Bekanntes gewesen. Alzheimer hat weniger. Oh, ich bin so blöd. The Little Prince hat weniger. Kenne ich nicht, hat mehr. Entschuldigung. Nordpol hat mehr. Danke. Translate. Das dürfte eigentlich ein paar Millionen haben. Siehste? Leck mich am Arsch. Ja, Diätpillen haben weniger. Das ist, denke ich mal, dementsprechend logisch. PNG hat weniger. Ich komme mir langsam echt blöd vor. Der Neptun hat weniger. Als Aston Martin definitiv. Nottingham Forest, sorry, aber nein. LOL. Was? Lungenkrebs hat mehr, leider. Krebs sollte nur ein Sternzeichen sein. Facelift hat mehr. Ich spiele nur eine halbe Stunde. NBA 2K16 hat weniger, passt. Barnes and Noble hat mehr. Uncharted 4 hat weniger, schon ein paar Tage her, das Spiel. Habe ich noch hier hinten stehen. Five Star Hotels hat mehr. Oh lol. Kann sich das keiner mehr leisten oder woran liegt das? BMX hat mehr. Wunderbar. Hat weniger. Da waren die 1000 wieder. Ja, ja, genau. Chihuahua hat mehr. Gerade so. Die Formel 1 hat mehr. Geil. Am Wochenende ist Kanada. Hat weniger definitiv auch. Und The Hitchhiker's Guide to the Galaxy hat weniger. Okay, wir haben 5 geschafft. Und ich bin mittlerweile echt auch etwas frustriert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, mich würden andere Spiele super interessieren, auf die ihr Bock habt. Und die ich mal bringen könnte, um euch zu entspannen. Oder wenn ihr es mir als Belustigung seht, auch gerne zu belustigen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Hilfe. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Kommentar, Like oder whatever. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut da rein.